Es ist soweit, 14 ja. Uhr und es gibt heute wirklich einen unglaublichen Grund zu feiern. Wir freuen uns natürlich, dass Sie gemeinsam mit uns feiern. 7 Jahre leichter leben. Ja. Ich meine, in der heutigen Zeit ein 7-jähriges zu feiern, das finde ich, viele Beziehungen schaffen das verflixte 7. Jahr nicht. Wir so haben es geschafft, mein lieber Jens. Viele kommen nicht mal überhaupt bis zum verflixten 7. Jahr. Wahrscheinlich, weil du erst 4 Jahre da bist. Möglicherweise ist es das. Lass uns mal abwarten, wenn ich im 7. Jahr hier bin, was dann so alles passiert. Da dieses 7. Jahr auch so schön an uns vorbeigegangen ist, glaube ich, werden wir nie dieses verflixte 7. Jahr erleben müssen, sondern bei uns ist es immer ein schönes Jahr. Unsere Beziehung ist immer frisch. Liegt natürlich auch an dem tollen Team, das uns seit vielen, vielen Jahren begleitet. Und das ist die Frau, der wir überhaupt dieses leichtere Leben zu verdanken haben. Christina Arnold. 2010 kam sie auf die Idee zu sagen, lasst uns doch mal ein Service-Magazin hier bei Astro TV machen. Und im Februar, da waren wir noch morgens. Erinnerst du dich noch an die Zeit, dass wir um 9 Uhr morgens, da hieß die Sendung auch Mein Astro Morgen? Ja, ich werde es nicht vergessen, weil wir mussten ja alle richtig früh aufstehen. Und das war eine schöne Zeit. Das war 3-4 Jahre Frühstück und jetzt sind wir am Nachmittag und war es allerdings auch zu meiner Anfangszeit, waren wir auch, da hieß es allerdings auch schon leichter Leben, als ich zu euch kam. Stimmt, wir haben manchmal so ein bisschen hin und her gewechselt. Aber da haben wir auch um 9 Uhr morgens gesendet und das war auch für mich mal ein frühes Aufstehen. Und jetzt haben wir es ins Nachmittagsprogramm geschafft. Ja, jetzt ist es so wieder wie zu Studentenzeiten, das war mal richtig schön. Quasi Primetime von Astro TV, kann man schon so sagen. Wir haben natürlich heute auch tolle Gäste eingeladen, um die wir uns natürlich auch bemühen. Und wir werden noch mal ein bisschen zurückblicken mit dir, gemeinsam auf die letzten 7 Jahre. Ja, das Schöne ist, Andrea hat ja gesagt, setz du dich mal hier hin, ich lehne mich heute zurück, du musst heute mal. Und dann war es doch wieder nicht. Andrea sagt, ich soll mich fragen, warum ich eigentlich hier sitze, aber dazu bin ich gar nicht gekommen. Stimmt. Ja. Du kennst mich aber. Ja, ich kenne dich, ich liebe dich so. Aber deswegen hast du heute viel mehr Sprachanteil und ich habe viel mehr Feieranteil. Weil ich nämlich gar nicht mir selbst die Fragen stelle, sondern unseren weiteren Gästen, die wir heute eingeladen haben. Wir freuen uns sehr über Beate Wolfstetter. Sie ist Yogalehrerin und macht etliche Pilgerreisen und verbindet die mit Yoga. Und Beate wird uns heute ihre Pilgerreisen und auch die Erkenntnisse durch Yoga näher bringen. Freue ich mich sehr drauf. Und wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen sporteln. Also ich werde mich bewegen. Ich kann ich habe eine Verletzung an der Schulter. Du hast Schulter und Sportverbot, leider Gottes. Ich kann in diesem Sessel sitzen, mehr oder weniger. Ich bewege mich heute nicht. Rudimentär bewegen. Und das heißt Ramin. Rückenfit mit Ramin werde ich dann durchführen. Du hast dir was Besonderes überlegt, wegen unseres Geburtstages. Hast du gesagt, okay, wir machen ein paar spielerische Übungen mit Luftballons. Achso, ich dachte, ihr tanzt die 7. Ist auch eine Variante. Warst du in der Waldorfschule eigentlich? Nee. Nein. Ich auch nicht, aber Ramin du auch nicht, ne? Waldorfschule? Nee, nein. Weiß nicht. Also tanzen wir deswegen nicht die 7, sondern mit Luftballons. Das ist auch schön. Ja, freuen wir uns sehr drauf. Dann werden wir auch noch telefonieren. Du wirst telefonieren. Das ist etwas, was du übernimmst. Nikola Alexandra Schuklowski. Ach nein, sie heißt ja von Lausanne. Manchmal komme ich immer noch in diese alten Muster hinein. Und sie betont gerne von Lausanne. Vielleicht solltest du mit ihr telefonieren. Ja, vielleicht. Wir gucken mal, was ich heute übernehme und was du so alles machst. Auf jeden Fall werden wir auch noch ein bisschen was trinken. Wir feiern natürlich auch. Absolut. Am Ende der Sendung. Ach. Oder? Ja. Ja. Natürlich. Wir probieren es einfach mal. Soll ich mal rüber? Willst du noch ein bisschen mit Christina quatschen? Sehr gerne. Wir sehen uns so selten eigentlich. Im Ablauf wurde sie übrigens Mutti genannt. Ja. Was? Ja, aber du bist auch ein bisschen die Mutti von leichter Leben. Na, ist doch so. Ja. So altert man mit den Jahren. Hat nichts mit dem Alter zu tun. Nun gut, einfach nur mit der Funktion. Dann ist in Ordnung. Ja. Pilger mal rüber, Jens. Ich pilger. Und bin angekommen. Ist das nicht schon, wie schnell das ging? Bei Beate Wolfsteller. Erkenntnis durch Yoga, so heißt auch deine Internetseite und auch eine wunderbare Zeitschrift, die du regelmäßig rausbringst mit ganz, ganz tollen Themen. Nicht nur Yoga in Form von Bewegung, sondern auch Rezepte. Also es gehört beim Yoga ja alles mit dazu. Ne? Genau. Körper, Geist und Seele, alles soll angesprochen werden und der Körper eben nicht nur durch Bewegung, sondern eben auch durch gesundes Essen. Ja, ich will die Zeitung eigentlich auch so ausrichten, dass Yoga auch als Weg betrachtet wird. Ja. Also Yoga der Weg, ne, der Lebensweg. Und es ist natürlich sinnvoll und ratsam, auch den Weg zu optimieren. Und wir wissen alle, dass es über Schicksalsschläge, über Krankheiten einfach auch so kleine Einbrüche gibt im Leben.
wo wir zur Besinnung kommen. Und ja, dieses Magazin oder Zeitschrift soll einfach ein Stück helfen, Menschen zu bewegen, zu motivieren, zu inspirieren, auch die ja, Sinnhaftigkeit des Lebens zu erfassen, beziehungsweise vielleicht kleine ja, Änderungen im Leben auch einzubinden oder einfach zu schauen, okay, wo finde ich mich, wo kann ich einfach so meine Glückseligkeit finden oder auf jeden Fall erstmal Zufriedenheit und natürlich auch Gesundheit. Ja, das ist die Inspiration dazu. Bist du deswegen auf die Idee gekommen, weil du sagst, Yoga ist so der Lebensweg, auch zu sagen, ja, dann gehen wir auch einen Weg gemeinsam miteinander so ein Stück weit und hast deswegen Yoga mit Pilgerreisen oder Pilgertouren verbunden? Ja, also es war der Jakobsweg tatsächlich in Spanien, mit dem ich begonnen habe, also über 30 Tage, ne? Also von San Jean de Poix bis Santiago de Compostela. Und das waren 800 Kilometer und auf dem Weg habe ich mir so vorgestellt, okay, jetzt läufst du und eigentlich ist das so eine tolle Erfahrung, möchtest eigentlich auch Menschen inspirieren und bereichern. Und da ich auch journalistisch so in Anfängen stand, habe ich dann einfach auch Vorträge organisiert, kleine Artikel für Zeitungen geschrieben, um den ein oder anderen zu motivieren. Habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass ein großer Teil der Menschen auch sich das erstmal anhören, einfach sich bespaßen lassen, ne? Zu schauen, okay, es ist toll, wir hören uns das mal an. Und andere sind dann tatsächlich auch inspiriert worden, auch kleine Touren vorzunehmen, beziehungsweise auch sich das als Lebensmotto oder als Ziel im Leben auch mal vorzunehmen und mit einzubinden. Jetzt ist so ein Pilgerweg, gerade wenn du 30 Tage unterwegs bist, natürlich auch zum einen eine körperliche Anstrengung, aber es passiert auch geistig irgendwie relativ viel. Also da kommt auch viel in Bewegung. Wird zumindest von denen berichtet, ich habe noch keine gemacht, aber von denen, die Pilgertouren machen. Ist das etwas anderes, wenn du nochmal mit dem Hintergrund Yoga rangehst? Also hast du nochmal eine andere Herangehensweise, als man das vielleicht normal hat, wenn man sich auf so eine Pilgertour macht? Pilgern ist es auch ein Weg nach innen, ne? Ja. In Bewegung. Also man ist natürlich ständig in Bewegung und das Optimum ist einfach, also während des Pilgerns sich zu erfahren, das Laufen zu beobachten beziehungsweise ja, im Einssein mit der Natur. Ne? Das ist ja eigentlich der Lohn des Pilgerns, also sich mit der Natur zu verbinden beim Laufen, sind einfach die Geschenke, die der Schöpfer uns geschenkt hat, das Laufen, die Beine, ne? Und die sollen wir nutzen. Und es ist einfach auch ein Lehren des Verstandes, das, was wir täglich benutzen. Und wir haben alle unsere Aufgaben, Stress bzw. weit gesteckte Ziele im Leben und wir kommen einfach auch an Grenzen. Und das Pilgern kann uns helfen, uns so ein Stück weit zurückzunehmen, rauszunehmen aus dem Alltag und hier zu schauen, okay, wie komme ich zu meiner Besinnung? Und Yoga ist natürlich ein eigenständiges Übungsprogramm, aber es gibt auch Menschen, die sagen, okay, das ist mir zu ruhig, zu still, ich brauche erstmal Bewegung und es eignet sich, beides mal auszuprobieren, einfach zu gucken, okay, was passt zu mir? Ne? Es ist das Laufen in der Stille, in der Natur. Das kann man aber auch sehr gut kombinieren, weil Yoga auch wieder tolle Stretch-Bewegungen oder Dehntechniken anbietet. Was zwischendurch mal ganz gut sein kann, wenn man eben viel einfach nur stumpf vor sich herläuft. Genau. Kann aber das hast auch du auch gemacht auf diesem Weg, dass du zwischendurch immer mal ein paar Yoga-Übungen gemacht hast? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das natürlich auch meinen Pilgerfreundinnen, ist ja wie so eine kleine Familie, auch angeboten, ne? Sodass wir dann abends gemeinsam praktiziert haben. Genau. Und wenn man so 30 Tage unterwegs ist, dann kommt man natürlich auch immer mal wieder an Grenzen. Das sind so einfache Herbergen. Das war jetzt keine Grenze. Aber man muss einfach auch schauen, wo ist die eigene Fitness, wo ist die eigene Konstitution, ne, die körperliche Befindlichkeit, Fußbeschaffenheit. Ne? Also jeder erfährt da so seine Grenzen und überwindet dann auch die Teile der Grenzen. Über das, was du noch anbietest auf Pilgertouren, die auch mal nur einen Tag dauern können. Genau. Und wie man seinen Geist tatsächlich auf so einer Tour lehrt, wo ich mir immer denke, okay, da ist der Geist aber erstmal ganz ordentlich in Bewegung, da kommen tausend Gedanken hoch. Wie ich das aber irgendwie vielleicht mal in die Ruhe bekomme, das wirst du uns gleich noch erzählen. Jetzt haben wir für Sie die Februar-Verlosung, liebe Zuschauer. Andrea, du weißt, was es da gibt, ne?
Du weißt das ja auch, aber ja, wir verschenken ja gerne etwas an unsere Zuschauer. Selbst wenn wir Geburtstag haben, geben wir die Geschenke lieber weiter. Und dieses Mal hat erstmal Petra Strezi beschenkt, denn es geht um ein wirklich wunderbares Set. Aktiviere deine Selbstheilungskräfte. Und dieses wunderbare Set, das können Sie gewinnen. Ganz einfach, Sie wissen, du läufst genau ins Bild. Fernsehprofi Jens Garling. Dieses wunderbare Set, das können Sie gewinnen im Wert von über 170 Euro. Sie müssen allerdings eine Frage beantworten, die der Jens Ihnen jetzt stellt. Jetzt muss ich schon wieder ablesen. Guck mal, siehst du, ist die Februarverlosung. Da gibt es gar keine Frage. Stimmt, die haben mich jetzt durcheinander gebracht. Wir gucken einfach mal bei Facebook rein. Da sehen wir es nämlich, den wunderbaren Post mit dem Monatsgewinn. Und diesen Post auf unserer Leichterleben-Facebook-Seite bitte teilen, liken und kommentieren. Wichtig, kommentieren. Ganz, ganz wichtig. Wenn Sie alle drei Bedingungen erfüllt haben, dann sind Sie damit automatisch in unserer Februar-Verlosung mit dabei. Und ja, Anfang März werden wir den Gewinner dann entsprechend bekannt geben. Ganz genau. 7 Jahre leichter leben. Man kann es nicht oft genug erwähnen, denn in der heutigen Zeit, finde ich, ist, wenn man das verflixte 7. Jahr überstanden hat, schon echt eine tolle Geschichte. Wir gehen jetzt ins 8. Jahr. Verdanken haben wir das Ganze wirklich Christina Arnold, unserer Chefredakteurin. Es ist viel passiert in den letzten 7 Jahren. Leichter Leben hat sich in den 7 Jahren wirklich toll entwickelt, das muss man wirklich sagen. Ich hatte ja damals das Vergnügen, die erste Sendung zu moderieren. Weißt du noch, wer der erste Gast war? Ich überlege, kann es sein, dass es Martin Scholz war? Ja, das erste Mal, dass wir Musik hier angeboten haben mit Martin Scholz. Und der zweite Gast war Vera Intwen. Ja, ich erinnere mich gut. Montag und Dienstag, dann habe ich es vergessen. Dann kamen viele Gäste. Wahnsinn, woran du dich so erinnerst. Ja, das sind so Momente im Leben, die einen auch wirklich geprägt haben, finde ich. Dieses leichte Leben. Du bist ja ein Moderator, wo man wirklich sagen kann, wir haben uns ja dann irgendwann mal gedacht, Jens, ein Mann als Pendant ist ja was ganz Schönes. Es war ja fast auch ein bisschen Schicksal, dass du zu uns gekommen bist, absolut, oder? Absolut, ja. Es hat eine liebe Kollegin, eine Maskenbildnerin, die hier ja auch gearbeitet hat und immer noch arbeitet, hat mir gesagt, direkt nach meiner Hypnoseausbildung, du Jens, ich habe deine Daten da mal bei Astro TV abgegeben. Die suchen einen Moderator für leichter Leben. Stimmt, ich erinnere mich noch, das war nach ungefähr 3 oder 4 Jahren, dass wir gesucht haben. Und wir hatten ein Casting mit verschiedenen Moderatoren. Ja. Und der Tag war durch. Und wir saßen relativ frustriert eigentlich und haben gedacht, was machen wir denn? Ja, da war der ein oder andere dabei oder die ein oder andere, Mann war gar nicht dabei. Ja. Aber so wirklich überzeugt waren wir nicht. Und dann plötzlich ging die Tür auf und da kam noch einer verspätet. Und ich erinnere mich noch, schon alleine der erste Moment, als Jens hier reinkam, die Tür aufgemacht hat, die Art, wie er auf uns zugegangen ist, auf das Team, die Ausstrahlung, die Aura, der Esprit, das hat uns so mitgerissen. Und genauso war das Casting auch. Und dann haben wir uns entschieden. Aber genauso, also das kann ich ja auch nur zurückgeben, ich habe mich ja auch genauso hier gefühlt. Also ihr seid eben auch total offen auf mich zugegangen. Das war sehr schön. Andrea als liebe Moderationskollegin war Gast in der Casting-Sendung. Also du hast Gast gespielt in diesem Casting. Und Klangschallentherapie hast du vorgestellt. Weil ich wirklich auch begeistert bin von Klangschalen. Und ich habe gesagt, ich muss irgendetwas machen, was ich auch wirklich, wo ich dahinter stehe. Und dann war das wirklich so ein nettes Gespräch. Und du hast ja auch wirklich so diesen Zugang zur Spiritualität, auch so ein bisschen über leichter Leben, noch mehr geöffnet. Sehr oder schön, dein Zugang. Also geöffnet worden ist dieser Weg im Prinzip erst durch die Hypnoseausbildung. Und dadurch war ich total offen für diese Themen und habe mich da total für interessiert und dachte, Mann, wie toll ist das denn? Ich muss jetzt nicht kompliziert irgendwo suchen nach Themen und gucken, Bücher bestellen und lesen. Nee, die kommen hier alle zu mir in die Sendung. Ist das toll? Also mir werden die Themen hier auf dem Silbertablett serviert und ich kann mich mit Menschen austauschen zu allen möglichen Themen in der Spiritualität. Ist doch toll. So entwickle ich meine eigene Spiritualität. Also das war einfach, es hat einfach gepasst. Leichter Absolut. Leben wird natürlich aber auch geführt von der Mutti, das muss man auch sagen. Ne? Welche Mutti? Aber es ist schon so. Also ein Team ist eigentlich immer nur so gut wie die Menschen, die auch so ein Team leiten. Und da muss man wirklich sagen, wir sind alle miteinander so gut verbunden. Und wir haben ja manchmal wirklich auch Schwierigkeiten, dass wir, ja leider Gottes, einige Menschen begleiten uns nur kurz. Das heißt, die machen ein 3-monatiges Praktikum, da hat man sich gerade irgendwie an sie gewöhnt, dann hat man sich irgendwie eingearbeitet und dann sind sie schon wieder weg. Aber das sind ja eigentlich auch die versteckten Helden hinter leichter Leben. Denn das sind die Leute, die wirklich für Programm ja auch sorgen. Da bist du ja auch diejenige, die früher
wirklich auch die Leute geführt hat. Mittlerweile haben wir die Redaktionsleitung mit Katharina Bold. Aber wie wichtig ist dieser Team-Spirit und wie sehr spürt man ihn hier? Also mir ist der extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass ich selber ja von Anfang an da bin, seit es diesen Sender gibt, seit 2004. Du selber bist auch, wir kennen uns schon über 20 Jahre, du bist auch von Anfang an dabei. Und wir beide sind, glaube ich, auch stehen auch tatsächlich dafür, dass wir über all die Jahre, sind es jetzt 13, nach wie vor mit Leidenschaft bei der Sache sind. Wir machen unseren Job total gerne, wir gehen jeden Tag super gerne hierhin. Es ist auch ein toller Job, aber es ist auch ein super Team. Das ist uns extrem wichtig, weil nur dann können wir auch gute Arbeit leisten mit dem Team, dass sich auch teamzugehörig fühlt. Also uns ist das sehr, sehr wichtig. Ich persönlich finde das extrem wichtig und es freut mich halt auch, dass wir das Feedback bekommen der Mitarbeiter, die uns auch schon viele Jahre begleiten, aber auch von denen, die eben nur kurz da sind, wie Praktikanten und nach 3 Monaten wieder weg sind, die immer mal wieder zu uns zurückkommen oder mit uns feiern und sagen, Mensch, damals bei euch, das war so eine tolle Zeit. Das findet man nicht überall. Mhm. Und das muss ich wirklich sagen, macht diesen Sender aus und darauf bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz. Ja, und ich bin auch ganz stolz, dass ich hier so ein langes Teammitglied sein durfte bisher und ich hoffe noch viele, viele Jahre sein darf. Denn was dieser Sender wirklich verkörpert, das ist das, was wir auch probieren, Ihnen nach Hause zu transportieren, nämlich Lebensfreude. Und was wir mit Leichter Leben natürlich auch bezwecken, ist, dass wir Spiritualität bodenständig nach Hause transportieren wollen. Und das ist etwas, was mir so gut gefällt. Das heißt, wir sind nicht alle hoch vergeistigt und Spiritualität hat sich ja im Leben auch verändert. Und mittlerweile, finde ich, schaffen wir das ganz gut, auf eine unterhaltsame Art und Weise doch auch öfters mal den Tiefgang zu finden. Ja, sollte ja auch, Spiritualität sollte Bestandteil des Lebens sein, aber nicht das Leben komplett ausmachen. Also wenn du eben nur mit Engeln redest und dich immer in ganz anderen Sphären bewegst, dann verlierst du wirklich die Bodenhaftung und die Erdung. Wir leben aber hier auf dieser Erde und sollten auch unserem Leben nachgehen und auch wirklich leben und nicht in irgendwelchen Fantasiewelten schweben oder uns immer nur mit Gott verbinden und gar nichts anderes mehr tun. Also dann ist das auch ein Stück weit fehlgeleitet. Und das, glaube ich, vermitteln wir hier ganz gut. Also hier haben wir auch unter anderem bodenständige Themen, die gar nichts oder erstmal auf den ersten Blick gar nichts mit Spiritualität zu tun haben. Und das, diese Mischung ist, glaube ich, ganz, ganz schön und bringt den Zuschauern auch nahe, wie bunt das Leben eben ist und was man im Leben noch so alles machen kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass wir mit der Sendung jetzt im 7. oder im 8. Jahr sind wir ja praktisch wirklich den Nerv der Zeit getroffen haben auch. Und ich finde, man kann sich an der Stelle auch wirklich mal bedanken bei den Zuschauern, die uns über 7 Jahre die Treue gehalten haben. Wir wissen das von den Gewinnspielen. Wir haben echt eine feste Fangemeinschaft. Es kommen immer wieder neue dazu, die auch sehr kreativ sind, die auch mal kritisch sind. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Auch darauf können wir stolz sein, zu wissen, dass das draußen ankommt, dass die Zuschauer, unser Publikum das annimmt. Auch, dass sie dankbar sind dafür, unsere Berater zum Beispiel von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Also das, was wir mit der Lebensberatung anbieten in unseren Astro-TV-Sendungen, ist die eine Sache. Aber hier lernt man eben die Persönlichkeit kennen. Man kann hinter die Person blicken. Wie viele verborgene Talente haben wir entdeckt? Kerstin Pieper, Fitnesscoach. Sabine Salmann, extremst gute Köchin. Unglaublich. Also es macht einfach einen riesen Spaß und es wird nie langweilig. Ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir gehen hier wirklich jeden Tag zur Arbeit und sagen, uns macht die Arbeit Spaß und das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl. Ist auch ein schönes Gefühl. Ja, Entschuldigung. Weißt du was, wo du das gerade sagst? Ich habe euch was mitgebracht. Eine Überraschung? Ich habe was Kleines dabei. Und wenn das jetzt funktioniert mit der Regie, dann dürfte ich jetzt sagen, Film ab. Im Endeffekt war das wirklich Outtakes, ne? Das waren nur blödsinnige Dinge, die wir gemacht haben. Der Sinn dahinter war wirklich, ich glaube, eine Weihnachtsaktion, dass man irgendwie den Zuschauern, glaube ich, in dieser Greenscreen, man muss es vielleicht kurz erklären, das ist eine grüne Wand und dann können dahinter Bilder eingescannt werden. Und ich glaube, es ging um
ja, irgendein Jubiläum oder irgendetwas, ja, was... 10 Jahre AstroTV. Genau. Und gemacht. Eigentlich sollte man es ein bisschen ernsthaft machen. Und wir haben so viel Blödsinn, ja, in der Zwischenzeit. Am liebsten mochte ich das Angeln. Amüsiert. Und das Tape war irgendwann voll. Ja. Oder die Festplatte heutzutage. Ja, oh, wie schön, wie schön. Ich genieße Spaß. Das heute übrigens sehr, dass du auch da bist. Ja. Weil du natürlich auch mittlerweile, du sagst ja, du bist seit vielen Jahren schon im, ja, Team. Ne? Ist unglaublich. Das ist so unglaublich. Und dass ich mich heute so ein bisschen zurücklehnen kann und finde es auch echt schön, mal die Rolle als Zuschauer und als Gast mal zu erleben, das gefällt mir richtig gut. Also ich sage ja immer, hier ist eine tolle Atmosphäre, aber jetzt spüre ich sie zum allerersten Mal als Gast, weil ich nicht ganz so konzentriert bei der Sache bin, weil du ja heute den Hauptteil übernimmst und finde das wunderbar. Ja, das Schöne ist, ich war ja auch ab und an Gast in deiner Sendung, wirklich Gast als Hypnose-Coach und da habe ich ja dann auch eine etwas andere Erfahrung machen dürfen. Das ist auch einfach sehr, sehr schön. Ja, ist schön, mal Gast zu sein in der Sendung. Mir gefällt das, obwohl ich ja doch auch nicht nur Gast sein kann. Ja, du bist heute nicht wirklich Gast. Es gibt was von Chuck Moni, was Schönes. Das schauen wir uns mal an und dann machen wir weiter. Darf ich hier sitzen bleiben? Ja. Natürlich, du musst hier sitzen bleiben. Ach, du bist ja die Mutti. Ach, ich habe ja auch noch eine Überraschung. Noch was? Noch was? Natürlich. Aber später. Erst nach der Werbung. Genau. Ja, okay. Juhu. Gucken wir uns mal. Chakren in Harmonie. Das ist Chakmoni, die Manufaktur zur Harmonisierung ihrer Chakren. Chakmoni verbindet die energetische Wirkung von Farben mit kraftvollen Energiebildern, hochwertige Porzellantassen und Glasuntersetzer, ansprechende Medaillonketten, exklusive Korbtaschen in 7 leuchtenden Chakrafarben mit wertvollen Mandalas aus Original Swarovski-Kristallen. Bestellen Sie jetzt unter 02204 9840779, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr oder jederzeit im Onlineshop auf www.chakmoni.de. Ach, Geburtstag feiern ist was Schönes, oder? Geburtstag ist ein schöner Tag, ich jeden Tag Geburtstag mache. Marc, das hat der Pumuckl schon gesagt. Ja, aber irgendwie, wir haben weder Shampoos noch haben wir eine Torte, aber wer kommt da? Die Torte! Die Geburtstagstorte! Oh! Oh. Meine, wie schön! Und dann auch noch so eine schöne Torte. Ist die schön? So, und jetzt stolpern, ne? Der Klassiker. Das ist wahrscheinlich die Fachfrau, oder? Die Tortenkünstlerin. Komm doch bitte zu uns. Hallo, guten Tag. Ach, die ist aber schön. Die passt natürlich auch farblich sehr, sehr gut zu uns. Ja, genau. Hast du extra zum 7. Jubiläum sozusagen von Leichter Leben hier diese Torte dir ausgedacht? Ja. Toll. Ja, zum Logo und auch vom Farbspiel her und von den Falten, weil das auch... Und von den Falten, ja genau, weil die Falten sind in den letzten 7 Jahren auch echt immer mehr geworden. Ja, ich war erschrocken tatsächlich, als ich auf unsere Leichter Leben-Seite geguckt habe im Internet, auf unsere Homepage. Wie faltig wir da aussehen. So faltig sehen wir in der Realität gar nicht aus. Wir müssen mal neue Fotos machen, André. Wir sind jünger geworden in der Zeit. Hyaluron. Nein, es ist einfach dieses Arbeitsklima hier. Das ist Ach, das ist ja zu schade, um sie anzuschneiden. Ja, schneidet man solche Torten an oder sind die einfach nur Deko? Also kann man die wirklich essen? Die ist essbar, genau. Oh. Da ist Schokolade und Vanille drin. Biskuit und Creme. Und man schneidet die nochmal oben, von oben fängt man an. Ich meine, tut Ihnen sowas eigentlich weh, wenn Sie Ihre Torten, ich weiß nicht, ob man da Babys zu sagen, aber Ihre Torten so abgeben an die Kundschaft und die dann zerschnitten werden, weil das sind ja wirklich Kunstwerke? Nee, also ich sag mal, so bis ich dort bin, dann hüte ich meine Torten. Ja. Und wenn ich sie dann abgebe, bin ich auf der einen Seite auch erleichtert, weil es ist auch das Heil ein Stück angekommen. Verantwortung losgeworden und dann freue ich mich, dass sie gefällt und dass es schmeckt. Das ist auch also nicht nur gut aussehen, sondern dass es auch schmeckt. Das ist mir wichtig und wenn es mir schmeckt, gehe ich immer davon aus, dass es den anderen auch schmeckt. Eigentlich ist es ja fast eine Hochzeitstorte, oder? Muss man ja wirklich sagen, so wie sie aussieht. Natürlich noch, wenn wir beide hier noch oben mit draufstehen würden, dann wäre es eine richtige Hochzeitstorte. Ja, doch. Und dann würden wir heute die Vermählung bekannt geben. Die Vermählung geben bekannt.
Jens Garling und Andrea Plenig. Auf die nächsten 7 Jahre. Ja. Oder? Die wir gemeinsam durchs Leben laufen. Und auf die nächsten Faltenwürfe. Ja, ich möchte die mit 14 Jahren nicht sehen, die Torte. Da sind noch ein paar mehr Falten dabei. Aber lieber auf der Torte als bei uns im Genau. Gesicht. Genau. Ah, das ist die Torte des Dorian Gray. Ja, genau. Was sind denn so ganz besondere Herausforderungen bei so einem Kunstwerk? Also, ist auch schon mal was schiefgelaufen, so kurz davor, dass man sagt, dann ist sie mir runtergefallen oder es ist dann doch irgendwie nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe? Naja, runtergefallen ist mir noch keine Torte. Wenn sie mir nicht so gefällt, wie sie sein soll, dann mache ich es ab und mache neu. Siehst du, und das geht wahnsinnig schnell. Denn mal, und ist das Handarbeit? Ja. Also hier auch diese Rosen? Ja, die sind auf dem Nagel gespritzt. Das ist so eine Buttercreme, eine leichte Buttercreme. Ja. Und die Falten sind eben gefaltet. So. Mit den bloßen Händen? Ja, natürlich. Und auch die Rosen. Toll. Mit bloßen Händen gespritzt? Ja. Mit dem Spritzbeutel. Nee, das ist einfach noch das. Das ist ein Zuckerdruck. Und also das kann auch wirklich, das Schöne ist, das kann jeder lernen, ja. Vor allem auch bei Ihnen. Also ja, Sie haben eine, so nennen Sie die mobile Tortenwerkstatt. Genau. Und bieten Workshops an, wie man Torten ordentlich dekoriert. Und so einen Workshop haben Sie uns dankenswerterweise als Geschenk mitgebracht für unsere Zuschauer. Mhm. Wenn Sie einen Tortendeko-Workshop bei Diandra Ports von mobiletortenwerkstatt.com gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns diese Frage. Was gibt es heute zu feiern? A. Weihnachten oder B. 7 Jahre leichter Leben! Wenn Sie es wissen, rufen Sie uns an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter 0901 050 190. Und schwuppdiwupp, ich trenne mich jetzt schweren Herzens von der Torte, freue mich aber auf Leichtes im Geiste mit Beate Wolfsteller. Toll. Ja, wir haben schon über deine Wanderung auf dem Jakobsweg gesprochen. 30 Tage hat er gedauert und du hast eben auch immer die eine oder andere Yoga-Übung zwischendurch eingepflegt und hast so gesagt, das ist auch dafür da, um den Geist mal leer zu machen. Ich denke mir, wenn man anfängt auf so einem Weg, da ist alles andere als Leere. Da ist die innere Stimme da, die tausend Sachen wälzt. Erstmal diese ganzen Alltagsprobleme oder was auch immer, Dinge, die einen beschäftigen. Das kommt alles hoch und man beschäftigt sich nur mit sich selbst. Wie kriegt man denn da Ruhe rein? Das ergibt sich automatisch, ne? Also es sind so erstmal die existenziellen Sachen, die einen beschäftigen, jetzt über einen längeren Weg. Man kümmert sich um die Herberge, beziehungsweise ne, wo bekommt man so einen Kaffee oder sein Essen. Und alles andere kann man aber loslassen. Also es ist sehr dünn, die Verantwortung ist sehr dünn, weil man sich einfach auf den Weg begibt. Und natürlich kann man dann so im Inneren einfach sortieren und leeren, ne? Es war auch ein Weg, der so zwischen Entscheidung lag, ne? Gehe ich in die Selbstständigkeit oder gehe ich neue Wege im Beruf? So ein Weg hilft da in der Entscheidungsfindung und zentriert den Geist. Und der Sinn des Pilgerns ist auch, nicht nur den Verstand walten zu lassen, sondern einfach auch mal den Verstand auszuschalten. Mhm. Und nach einer längeren Zeit passiert das tatsächlich, so dass einfach der Impuls so aus der Seele heraus auch kommt. Ne? So, das ist eigentlich auch immer das, was wir eigentlich erfahren wollen, seelenkonform zu leben und zu wirken auf der Erde. Ne? Es gibt ja einfach so ein karmisches Prinzip, so wird das beim Yoga beschrieben, Karma der Bestimmung herleben. Und wenn man das erfasst hat, erfahren hat, dann gibt es auch Freude in der Arbeit, Freude im Leben und auch wenig Ermüdung, ne? Wenn man das optimiert und so erfährt. Und das habe ich auch gerade hier erfahren, wie man bei leichter Leben moderiert und hier lebt, dass es einfach auch in Freude angenommen wird. Und dann kann man auch das so sehen, dass es einfach auch dem Karma entspricht. Und ein Pilgerweg hilft dabei, nach innen zu schauen, einfach mal zu fühlen, was fühlt sich für mich passend an, ne, in Zukunft. Oder einfach die Natur aufzunehmen und sich mit der Natur zu verbinden. Und es war auch tatsächlich dann so, dass die Füße und die Natur dann einem so am Herzen liegen, dass man Städte tatsächlich nur streifen möchte. Ja. Also die sind dann tatsächlich so wie so ein kleines Garaus. Ne? Also der Verkehr, der Lärm,
Gewerbegebiete, also das, wofür man sich vorher beruflich eingesetzt hat, gefördert hat, ne, weil ich da beruflich zu Hause war, waren einfach Dinge, die ich so mehr oder weniger aus dem Weg gehen wollte. Ne? Es war tatsächlich dann ein Gefühl da, die Ruhe anzurufen, und einfach in ihr zu weilen, um, sag ich mal, die Seele mit ihr zu teilen. Das heißt, durch diese Erfahrung hast du dann auch dein Leben noch mal verändert? Also bist du dann auch nach dieser Pilgertour in die Ruhe gegangen? Hast du gesagt, okay, ich möchte in meinem Leben auch was ändern? Oder ist das ganz klar, nach so einem Pilgerweg sage ich, okay, jetzt kann ich mich auch wieder, sag mal, den Anstrengungen der Großstadt widmen, das ist überhaupt kein Problem, damit komme ich klar? Ja, nein, Ruhe ist es, weiß Gott nicht, bei mir. Ich habe einen sehr lebendigen oder aktiven Tag. Es ist die Ruhe im Tun vielleicht, ne? Mehr oder weniger. Ja. Ich bin dann Yogalehrerin geworden, ne? Ich hatte vorher eine Ausbildung und biete, sage ich mal, den Menschen jetzt Yoga an, wo ich dann einfach so mit meinem Bewusstsein konform gehe, wo ich sage, okay, das ist einfach eine Dienstleistung an den Menschen, wo ich mich ganz gut identifizieren kann. Wir sind sehr aktiv im Außen, ne, mit Produzieren und Bespaßen etc., sodass der Weg nach innen bzw. die Beschäftigung mit dem Körper, die Bewegung auch ganz passend ist, um das zu ergänzen, ne? Um dem hektischen Alltag entgegenzukommen und hier dem Menschen etwas behilflich zu sein, für Anfänge nach innen zu gehen, ne? Bis man dann letztendlich eine Liebe oder ein Interesse für die Meditation findet. Also es ist nicht unbedingt ruhiger geworden, aber der Alltagsinhalt hat sich verändert. Und was man bei dir konkret dann alles lernen kann, an Yoga-Übungen und wie du Yoga eben auch mit kleineren Pilgertouren verbindest, darüber sprechen wir gleich noch. Jetzt hat meine liebe Kollegin Andrea Nicola Alexandra von Lajan gleich am Telefon und wir schauen uns vorher mal an, was die Nicola denn so alles Schönes macht. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Und wir haben es ja gerade schon gehört, dass Reisen sich verändert hat, denn man geht nicht... Ach, ich habe aber... Stimmt. Hier nochmal. Ich fange nochmal von vorne an, denn wir haben gerade ja gehört in dem Gespräch mit Jens und der Beate, dass Reisen sich ja verändert hat. Das heißt, man geht nicht nur auf die Suche nach schönen Flecken auf dieser Erde, sondern man geht auch auf die Suche nach sich selbst. Und Nicola Alexandra von Lajan, die bietet genau solche Reisen an. Und dieses Mal, meine liebe Nicola Alexandra, hast du natürlich wieder eine Ecke dir ausgesucht, wo man sagt, ja, da kommt die Seele fast schon alleine ins Baumeln. Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Andrea, lieber Jens. Von mir natürlich auch erst einmal nochmal Happy Birthday zum 7. Geburtstag von Leichter Leben. Das möchte ich natürlich vorher auch noch sagen. Und ich habe heute für euch alle und für die Zuschauer eine wunderbare Reise mitgebracht. Natürlich an einen ganz, ganz besonderen Kraftort wieder. Ja, und da kann man sicherlich die Seele baumeln lassen, aber natürlich auch ganz viele tiefe, tiefe spirituelle Impulse mitnehmen und vielleicht einfach mal ein bisschen tiefer in seine eigene Seele abtauchen. Bei mir geht es nämlich nach Südfrankreich und zwar nach Saint-Marie de la Mer und der Überlieferung der Zigeuner, der Gitanes, nach soll dort die Maria Magdalena mit ihrer Tochter Sarah gelandet sein, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Es ist also ein ganz, ganz spannender spiritueller Platz, auch für tolle Entdeckungen und die Landschaft da unten in der Camargue und am Mittelmeer, das ist natürlich auch was Einmaliges. Ja, man kann wirklich sagen, dass sich das Reisen verändert hat. Das heißt, Menschen, die wollen jetzt auf diesen Reisen eben nicht nur die Sehenswürdigkeiten sehen, sondern die wollen auch in die Ruhe kommen und sie wollen ja sich auch ein bisschen besser kennenlernen. Und dann ist es natürlich was ganz Besonderes, wenn man noch mit einer Beraterin oder einer Expertin auf Reisen geht, die ja nicht nur als Reiseführerin im herkömmlichen Sinne agiert, sondern die Reisen ein bisschen anders präsentiert.
Ja, also da ist die Veränderung definitiv präsent, liebe Andrea. Natürlich werden wir dort auf diesen Reisen auch ganz, ganz viel entdecken, was die Landschaft betrifft und natürlich die historischen Begebenheiten, aber natürlich einfach die spirituellen Impulse, um zu sich selber zu finden. Zum Beispiel dann mal in diese Kirche hineinzugehen, in São Maria de la Mer. Oder aber einfach nur mal die Seele baumeln zu lassen, wenn man am wunderschönen Mittelmeer sitzt. Ja, das macht natürlich schon was. Und das gemeinsam in einer Gruppe mit Menschen, mit denen man sich dann genau auch über diese Dinge austauschen kann, nämlich die Themen zwischen Himmel und Erde. Ja, wir reden ja von Energien und auf solchen Reisen, da herrschen dann natürlich ganz besondere Energien, denn es ist nicht nur der Ort, den du ausgesucht hast, du redest ja von deinen Kraftorten, sondern es ist auch der Spirit, den die Begleiter mitbringen und es ist auch, dass man voneinander ja lernen kann auf solchen Reisen. Ja, natürlich. Das ist sehr, sehr oft gerade bei meinen Reisen der Fall, dass die Menschen dann natürlich in ihr eigenes Lernen kommen, in das sich selber wiederfinden, in das sich selbst kennenlernen. Natürlich dann auch ihre eigene Seele wiederzufinden, vielleicht auch einmal ein bisschen mehr in die himmlischen Dimensionen, sag ich mal, in die geistigen Ebenen mit hineinzukommen, sei es ihre eigenen Fähigkeiten zu vertiefen, was die Spiritualität betrifft, hellsichtig zu werden, aber eben auch vielleicht auch über sich zu erfahren, was vielleicht in alten Leben einmal das Thema war. Also ich nehme gerade schon ein bisschen die Zuschauer an die Hand, denn ich habe Bilder, die ich gerade zeige und da sieht man einfach schon die Schönheit, die man auf diesen Reisen bekommt. Aber es ist ja so, dass du dir natürlich auch immer die genauen Jahreszeiten raussuchst. Das heißt, die Reise ist jetzt gerade in Planung. Wann geht's denn wirklich los? Also es geht los nach Südfrankreich im Mai und im September, also zu den Zeitpunkten, wo es noch nicht ganz so heiß ist, wo wir auch wirklich dort sehr, sehr schöne Zeit verbringen können, wo natürlich schon genug Wärme da ist, aber natürlich noch ein ganz, ganz angenehmes Klima da ist. Und man sieht natürlich auch schon, wir werden durch die wunderschönen Städtchen, die südfranzösischen Städtchen bummeln gehen. Wir werden Lebensfreude genießen, nämlich Lebensfreude des Hier und Jetzt, aber natürlich dann auch die spirituellen Impulse dort ganz, ganz intensiv nutzen. Also mich hat die Fernweh jetzt schon gepackt und jeder, der jetzt auch sagt, ja, so eine Reise nach Südfrankreich in einer tollen Begleitung wie deiner, das muss ich auf jeden Fall mitmachen, der kann natürlich den Kontakt zu dir suchen. Die Reise ist ab jetzt buchbar und ich denke, es ist nicht das letzte Mal in der nächsten Zeit, dass wir uns hören und dass du viele von diesen, ja, man kann fast schon sagen, Abenteuerreisen unseren Zuschauern präsentierst, auf denen man aber wirklich gestärkt und voller Kraft wieder zurückkommt. Wie man dich erreichen kann, meine Liebe, das zeigen wir gleich im Anschluss. Ich sage erstmal herzlichen Dank, eine gute Zeit und freue mich schon auf dieses nächste Mal, wenn wir wieder ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Ja, wunderbar, Andrea, Jens. Ich danke euch. Eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Alles Liebe, bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss, alles Liebe zurück. Und Sie können sich jetzt schon mal notieren, wie Sie vielleicht an die Reise kommen von Nicola Alexandra von Lajan. Quantum Platinum Energy, das Energiesystem der neuen Bewusstseinsebenen, gechannelt von Nicola Alexandra von Lajan. Eine Plasma-Energie aus der Zeit der Entstehung der Erde bringt Sie und Ihr Leben in Glück, Harmonie, Freude, Erfolg, private, glückliche Beziehungen und Wohlbefinden auf allen Ebenen. Quantum Platinum Energy, der Durchbruch in der Energiearbeit. Nicola Alexandra von Lajan begrüßt Sie zu Level 1 und 2 als Einsteigerseminar jetzt auch in München, Frankfurt, Gießen, Köln, Stuttgart, Konstanz, Altensteig. Kommen Sie mit auf den Weg in Ihr Glück, denn Ihre Zeit ist jetzt. Mutti. Zack, schon super. Ganz besonders gut hat mir gerade die händische Dia-Show von Andrea gefallen. Ja, das geht das alles irgendwie so astrein. Genauso wie die Stimme, die kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, die gerade die Tafel von Nicola Alexandra von Lajan besprochen hat. Niemand anderer als unsere Mutti. Aber jetzt mach dich mal rückenfit, bitte. Jetzt kommen wir zu etwas völlig anderem, nämlich zu Ramin und rückenfit. Allein die Musik, da kommen wir natürlich schon in Bewegung. Oh, und Bewegung werden wir jetzt auch mit dir haben. Du hast extra den blauen ausgesucht, damit es zum Pullover passt. Damit es jetzt gleich nicht so auffällt, was ich damit veranstalte, weil es nicht so ganz genau. Ja. Denn du hast dir was vorgenommen.
wieder mit mir was zu veranstalten. Was machen wir denn heute? Also spielerisch mit einem Luftballon. Genau, zur Feier des Tages heute, ne, zum 7-jährigen Geburtstag. Mit 7 Jahren darf man ja noch mit Luftballons spielen. Absolut. Und da habe ich mir überlegt, dass wir ein bisschen mit Luftballons uns einfach hier ein paar Übungen machen, die für den Rücken ganz gut sind, die so ein bisschen das Bewegungsempfinden verbessern, die man auch in der Rückenschule häufig am Anfang macht, damit sich die Teilnehmer so ein bisschen besser kennenlernen auch. Leichten Körperkontakt, wobei der Ballon immer zwischen uns ist. Vorher ist jetzt hier deswegen dieses Schwurftanzen mit zwischen den. Das machen wir nachher noch mit den Luftballons. Wir haben auch kleinere Luftballons. Kommt so man sich noch wie noch Some Like It Hot, oder? Der Orangentanz. Genau, hallo. Kennen nur unsere Generation hier, Jungspunde. Kennen das alles nicht. Gut, und zwar fangen wir erstmal an, uns den Luftballon einfach zuzuspielen, ohne die Hände zu benutzen. Ah, okay. Du fängst an. Also mit irgendwelchen Körperteilen, wie du willst. Ja, das ist süß. Mit meiner besonders großen Brust. Ja, wieder Brust. Nicht. Oh, ja, da kommt der alte Fußballer hier. Ja. Man dürfte auch quasi jetzt sehr filigran noch ein bisschen posen. Und da ist er weg. Nein, noch war er nicht auf dem Boden. Stark, sensationell. So, du bist übrigens am Montag bist du bei uns auch ganz früh schon am Start, nämlich um 7.30 Uhr, ne? Genau. Ab Montag gibt es dann, wie lang dann immer? Viertelstunde, glaube ich? Das ist eine halbe Stunde. Halbe Stunde mit dir? Genau. Also wer Morgenprogramm. Lust hat, ein bisschen früher aufzustehen oder vielleicht sowieso mal früh aufsteht und sich denkt, jetzt könnte ich mich gerne ein Stückchen mal bewegen. Ohne Luftballons zwar, aber, aber dafür mit Besenstiel. Mit Besenstiel, siehst du, hat auch eigentlich jeder zu. Oh, das war die Hand. Das war die Hand. Da müssen wir aufhören. Macht der also echt Applaus? Also für Ex-Fußballer, ne? Ich wollte gerade sagen, für dein Alter? So hat sich der Ansatz angehört. Nein, aber sie macht auch Spaß zuzugucken. Schon, ne? Ja, das ist toll. Also macht auch Spaß, glaube ich, wirklich sowas mal zu machen auf so Partys. Auf so Geburtstagspartys zum Beispiel. Ja. Also sind schon mal ein paar schöne Anregungen. Auf Geburtstagspartys gibt es im Normalfall immer Luftballons. Also kann man da auch gleich. Das war aber auch noch nicht alles. Darf man mit der Hand nicht, oder? Ja, und vor allem nicht die Torte. Ja, bitte auf die Torte aufpassen. Wir machen in der Zeit schon mal eine andere Übung. Ja. Du drehst dich mal mit dem Rücken zu mir. Ja. Wir gehen Rücken an Rücken und versuchen jetzt in die Kniebeuge runterzugehen, ohne dass der Luftballon irgendwie fallen bleibt. Also müssen wir Rücken an Rücken weiterbleiben. Genau, Rücken an Rücken. Und wieder hoch. Nicht Po an Po, Rücken an Rücken. Okay. Schön aufrecht. Genau. Kannst die Arme mit nach vorne nehmen. Hüftbreiter Stand. Super. Sensationell. Und nochmal. Schön tief, wie tief er auch kommt. Mit der Musik. Und jetzt versuchst du dich mal rumzudrehen. Einmal komplett ohne das, der Luftballon. Genau. Aber ohne. Oder machen wir beide gleichzeitig? Ja, so ist besser. Hallo! Hey. Sie, ich kenne dich da irgendwo. Ja, ne? Okay, schnell. Bist du nicht schnell wieder hochdrehen? Das war mein Fehler. Das war's. So. Aber das kann man dann unendlich, dreht man sich immer. Genau. Dann kann man auch einen kleinen Wettkampf draus machen, zu sagen, okay, wer schafft es am schnellsten, sich dreimal rumzudrehen, zwei Teams. Wenn jetzt heute noch ein paar mehr mitgemacht hätten, hätten wir es machen können. Das können wir nachher alles noch machen. Aber einen kleinen Wettkampf machen wir zum Ende auch noch. Okay. Und zwar bekommst du einen Ball. Ja. Und ich einen. Und du versuchst sie mal auf deinem Finger einfach zu halten. Oh, ja, da weiß ich, wer gewinnt. Nee, das ist schon. Ach doch, das geht, ne? Das ist ja kein richtiger Ball. Ja, nee, das aber geht. Jetzt versuchen wir, den uns gegenseitig wegzuschlagen. Ach so, ich dachte, wegzufußen. Du hast schon. Ey, es geht mir nicht so. 1-0 für dich. Der Überraschungsmoment. Okay, ist immer 1-0 für dich. Du meinst, nicht fallen lassen. Wer gewinnt, der kriegt das erste Stück. Stark, unglaublich. Awesome. Ohne zu gucken. Ohne zu gucken, Wahnsinn, unglaublich. Oder? Nicht einverlieren. Nee, 2-1. Nicht einfach. Bis wann muss es gehen? Bis 3, ist echt oder? Unglaublich. Dann macht er immer so auf einen, ich bin ja so lieb und so. Und da vom Spiel vergisst er sich, oder? Bam, bam, bam. Ah, guck mal. Mit seiner Rückentechnik hier. Rücken herzuschauen. Sehr schön. Also klarer Vorteil für Jens. Nein. Ja, Jens, du bist schon. Keine Chance gegen dich. Na, guck mal. 4-1 schon. Wahnsinn. Blamage. Nein, das kann du bist auch größer, das Unfall. Du hast eine größere Reichweite. Ach, schmaler, viel schmaler. Ach, schade. Letzter Punkt wieder gesagt. Mensch, muss ich. Ein Ehrenpunkt für mich noch, ne? Ja, komm. Du hast ihn schon gewonnen. Wow! Oh. Das war's schon wieder. Ich hätte gerne noch eine Stunde noch mit dir weiter. Das macht Spaß. Ja. Ein bisschen
war eine leichte Art der Bewegung, ja, oder? Ja, aber das ist also schön. Also hast du dir ein paar schöne Übungen rausgesucht, finde ich. Aber wofür, wenn du jetzt sagst, auch diese mit dem Wegschlagen, also ist eher Konzentrationsübung, oder? Ja, das macht man eigentlich in einer großen Gruppe, ne, bei der Rückenschule. Und dann einfach so ein bisschen, dass sich die Teilnehmer ein bisschen näher kommen, ein bisschen Spaß haben, ein kleiner Wettkampf und so. Und natürlich auch Bewegung und so ein bisschen halt auch das Körperempfinden. Ich meine, das hast du ja sensationell gemacht, dein peripheres Sehen mit deinen Augen im Hinterkopf. Das ist der Fußballer. Du wärst echt so ein top zentrales Mittelfeld, Sechserposition, dein Überblick hat. Sensationell. Aus dem machen wir noch einen großen. Geil. In der Ü50 spiele ich dann demnächst mal. Jetzt haben wir für Sie ganz lieben Dank, Ramin. Und ab Montag um 7.30 Uhr eine halbe Stunde Rückenfit mit Ramin. Das wird der absolute Knaller. Jetzt haben wir was Schönes von der, wie Andrea mal sagt, von der Österreicherin. Ey, das kannst du auch. Du bist ja so ein Multitulti. Du bist so ein Multitulti. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. So, hier wird es jetzt auch etwas, wie soll ich sagen, bewegter, aber schon ein Stück weit. Du hast ein Ritual mitgebracht, allerdings per Video. Ja. Du hättest das Ritual auch hier durchgeführt, aber da hätten wir quasi ein offenes Feuer hier entflammen müssen. Und es wäre auch etwas geruchsintensiver geworden. Und mit der Torte in Verbindung haben wir gesagt, okay, das machen wir beim nächsten Mal. Aber du hast es trotzdem als Video mitgebracht und wir schauen da mal rein. Was wird bei diesem Ritual verbrannt? Also das ist ein vedisches Ritual, ne? Kommt aus Indien. Und in Heiligenberg wird das ganz diszipliniert auch durchgeführt als Ritual. Jeden Tag zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang. Und zwar wird ein kleines Feuer entfacht. Und die Basis dieses Feuers ist hier eine Kupferpyramide. Und in dieser Kupferpyramide wird einfach Kudung verbrannt, ne? Getrockneter Kudung. Und das riecht ordentlich, ne? Das riecht ordentlich, ja, genau. Er wird dort auch hergestellt, also in Heiligenberg. Der Herr Heigel, der hat dort auch eine kleine Landwirtschaft, ne, wo das hergestellt wird. Und die Asche aus diesem Ritual, die wird tatsächlich auch wieder eingearbeitet, den Pflanzen zurückgegeben. Und das ist ein Ritual, das einfach die Atmosphäre verbessert. Also sind inzwischen auch Studienergebnisse schon vorliegend für, sag ich mal, Gemüse. Ne? Also es toppt Demeter-Qualität in Teilen. Mhm. Und es hat auch einen Effekt auf die Psyche des Menschen, also beziehungsweise auch auf die Atmosphäre. Es wird einfach zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang ein kleines Feuer zelebriert unter Hinzugabe von Reis. Und dazu wird natürlich noch ein Mantra gesprochen. Ne? Das ist ein vedisches Ritual und es ist eigentlich ein Dienst an den Schöpfer, an Prajapati, den Herr des Menschen, so heißt es. Ne? Und man spürt es dann auch. Also wenn das zelebriert wird, das ist tatsächlich spürbar, dass die Atmosphäre reiner ist. Ne? Das also ist, fühlst du dich auch im Geiste im Prinzip ein Stück weit gereinigt, leichter, weil du Dinge rauslassen konntest? Ich mache damit gar nichts. Also ich bin jetzt nicht der Akteur, nur dass ich das Feuer anzünde bzw. dieses Ritual zelebriere. Das ist tatsächlich dann die Atmosphäre, die gereinigt wird und die dann so das Seinige macht mit uns. Ne? Als wenn, sage ich mal, wir die Umwelt schonen. Ne? Es gibt einfach umweltschonende... Aber das machst du vor allem draußen, dieses Feuerritual? Mhm. Oder kannst du es auch in Räumen machen? Weil ich stelle mir vor, so mit Kudung in Räumen, wenn du sagst, es reinigt, aber es riecht ja auch nicht so toll in der Wohnung dann. Es kommt drauf an. Also dieses Verbrannte mit Ghee, auch mit Butterfett, diese verbrannte Kudung, das ist ein ganz angenehmer Duft. Mhm. Also, ne, da, also nicht so abstoßend drauf eingehen. Das ist ein angenehmer Duft und man kann es auch in Räumen machen. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht unbedingt Brandflecke erzeugt. Ja. Ne? Dass es ein Stein drunter ist oder dass es eben gesichert ist, ne? Brandschutzgesichert. Also da sollte man selber drauf achten. Ansonsten kann man es natürlich auch, das ist recht romantisch, zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang auch in der Natur zelebrieren.
vibrieren. Also auch das kann man bei dir natürlich machen. Du hast, deswegen springe ich jetzt mal ganz schnell, ein wunderbares Instrument noch mitgebracht, nämlich ein Harmonium. Ja. Und du möchtest mit uns gemeinsam noch singen. Das passt natürlich zu einer Geburtstagssendung, aber wir singen nicht klassisch Happy Birthday. Nein, also das können wir auch machen, aber das kann ich nicht mit dem Harmonium begleiten. Ich würde mal vorschlagen, wir singen das Ohm. Das Ohm ist ja die Urschwingung. Also wir sind ja spirituell und arbeiten dran. Und das Aum, das ist so eine ganz tolle Ursilbe, die so dem Schöpfungston entspricht, aus der alles entstand. Und das Ohm bringt uns, führt uns ein Stück weit auch wieder zurück. Ne? Wenn man das so 40, 50 Mal, da wird heute die Zeit nicht reichen, um 40 Mal zu singen. Aber ich denke mal, wir können einen kleinen Anfang wagen, um das Ohm mal in uns schwingen zu lassen, den Raum zu füllen und dann einfach mal schauen, was passiert. Okay. Ja? So, und dann möchte ich euch einladen, kraftvoll mitzusingen. Ja, dreimal ist eine heilige Zahl, ne? Ja. Und deswegen habe ich gedacht, brechen wir jetzt erstmal ab. Das ist eine sehr gute Idee. Da frage ich doch mal rüber, wie es euch jetzt nach dem Chanten oder Chanten des Ohms gegangen ist. Da ich ja ein großer Fan von Mantra-Musik im Allgemeinen wirklich bin und wirklich denke, dass Musik auf unsere Seele, auf unseren Körper und auf unseren Geist eine sehr positive Wirkung hat, finde ich das wirklich ganz schön. Also ich finde ja dieses Mantra kommt ja nicht von ungefähr, dass wir wieder in den Gleichklang kommen. Und ich glaube, für eine Energiesteigerung ist das schon was, hat aber so ein bisschen was auch mit Kirchenliedern zu tun, finde ich. Also es wirkt so ein bisschen ähnlich. Also ich muss auch sagen, mir ist es nicht ganz neu, weil ich kenne es vom Yoga. Da machen wir das immer zur Einstimmung und es ist wunderbar. Also wie dann so aus allen eine Gemeinschaft wird, wie man so in sich zentriert, zu sich findet. Ich finde es super, sollte jeder mal gemacht haben. Meint man nicht, wenn man so sieht, denkt, was machen die da? Aber es hat wirklich eine Wirkung. Gemeinschaft hast du angesprochen, genau das Richtige. Wir werden gleich gemeinschaftlich die Torte anschneiden und natürlich auch verköstigen. Jetzt haben wir für Sie aber erst einmal Sonja Lappesen im Bewegtbild. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lappesen. Lebensberatung ist neue Sicht und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue mich gleich aufs Anschneiden von der Torte. Ja. Wobei, so richtig freue ich mich nicht drauf, weil ich finde, es ist ein Kunstwerk und wir zerstören da gerade etwas ganz Wunderbares, Diantra. Du hast jetzt. Das kann man auch essen. Das ist nicht meine Moderationskarte. Nein. Aber ich hätte jetzt, Jens hätte gerne täglich so eine Moderationskarte, glaube ich. Und am Ende der Sendung wäre sie weg. Muss man sagen, ist das jetzt wirklich so der Boden? Sieht der ursprünglich so aus und den kriegst du einfach dann mit Zuckerguss und so gerade? Oder was ist das jetzt hier? Das ist ein Biskuit, den habe ich heute Morgen gebacken und der ist auch in der Torte, also mit Schokolade und hellen Biskuit. Und meistens, es gibt ganz verschiedene so Teile, die man zum Durchschneiden nehmen kann. Ich finde ein ganz normales Tortenmesser, wobei man aufpassen muss, dass es schön in der Hand liegt. Holzgriff ist zwar teurer, aber angenehmer als Plastik. Mhm.
Und es darf nicht so schwer sein. Also die Schneide muss relativ dünn sein, sonst macht es keinen Spaß. Es geht auch voll aufs Handgelenk. Ja, und wenn man so ein Kunstwerk zerschneidet, dann finde ich, muss es auch richtig edel, wenn dann gemacht werden und richtig fachmännisch und nicht einfach irgendwie so zerstochen werden, oder? Nee, es geht auch gar nicht mit. Also das ist ja ein Messer für eine Torte anzuschneiden. Ja. Ich wollte gerade sagen. Genau. Achso, du meinst, um den Boden jetzt hier so durchzuhauen? Ja, genau. Okay, also, da braucht man natürlich auch das richtige Handwerkszeug. Das meine ich, ja. Wie lange braucht man denn, um so eine Torte wirklich herzustellen? Einige Stunden. Ja, ne? Also ein Tag Arbeit steckt da schon wirklich drinnen, oder? Also das geht ja beim Einkauf der Zutaten, das Backen. Dann musst du eben die Creme vorbereiten. Dann wird eben aufgeschnitten, gefüllt, zusammengesetzt. Dann musst du gucken, dass es schön gerade wird. Ja. Also wir sehen gerade ein paar Torten, wo man sieht, man muss natürlich auch wirklich unglaublich kreativ sein. Und man kann, wenn man wirklich zu einer Künstlerin wie dir geht, zu jedem Motto die richtige Party bekommen. Also die eine Fotografenkamera, die wurde wahrscheinlich irgendwie für einen Fotografen gemacht, oder? Ja, genau. Und diese, da waren lauter Rosen waren auch toll, aber die Smarties, die da plötzlich so rauskamen. Also das war ein Kindergeburtstag. Ja, das ist eine Pinata-Torte. Da kannst du alles Mögliche reinmachen. Pralinen, Gummibärchen, das ist toll. Also auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder. Ja, also ich glaube, wir sind heute durch unseren Geburtstag-Move ja ein bisschen im Zeitverlust. Genau, aber wir laden dich gerne nochmal ein und dann machen wir mal so ein richtiges Tortenspektakel gemeinsam. Das heißt, du hast ja auch ein bisschen was mitgebracht. Jeder könnte es zu Hause machen, aber ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht man wahrscheinlich auch, oder? Übung. Ja. Übung macht den Meister. Ja, also Übung. Aber sag uns noch, weil ich sage mal, wenn du zu Hause dann bist und so Torten anschneidest, die außen vielleicht auch so ein kleines bisschen härter sind, vielleicht so etwas härtere Schokolade haben, im Prinzip quetschst du die ganze Torte irgendwie kaputt. Wie schneidet man eine Torte richtig an, ohne alles gleich zu zerstören? Also, das macht der Jens wieder geschickt. Der will jetzt unbedingt Torte essen und jetzt probiert er das auf eine ganz charmante Art und Weise zu lösen, indem er sagt, schneid doch endlich die Torte an, meine Liebe. Aber richtig halt, dass es auch noch schick aussieht. Weil es ist doch immer blöd, wenn so zerquetschte Stücke dann auf den Tellern liegen. Wenn Schokolade drumherum ist, dann eventuell in heißes Wasser. Ja. Dann geht es einfacher. Ansonsten soll es schon ein gutes Messer sein und dann eben nicht runterdrücken, sondern säbeln. Wirklich säbeln. Was ist denn ein gutes Messer? Also es muss schon ordentlich Zacken haben. Mach's doch einfach mal vor. Auch ja, aber die Frage ist ja, was ein gutes Messer ist, ne? Ja, es gibt ja verschiedene Messer auf dem Markt und ich denke mal, je nach Preis gehe ich mal davon aus, dass es eben je teurer, desto besser. So habe ich die Erfahrung gemacht. Okay. Und man kann halt, also scharf soll es halt immer sein, ansonsten muss es schärfen. Ich kann es ja mal zeigen. Ja. So, und dann wie aus Wunderwelt, wenn die Torte angeschnitten wird, kommt natürlich auch das Team von Leichter Leben voran, der Danny. Danny, hast du mir was mitgebracht? Wie schön. Ja. Ah, wunderbar, danke schön. Hallo. Danke schön. Wasser. Sehr schön. Ich habe den Eis mal entsagt. Ramin, kannst du... Jetzt kommen wir hier vor lauter Trinken nicht zum Anschneiden. Genau. Also, wollen wir mal anstoßen jetzt? Anstoßen und dann anschneiden. Anstoßen, anschneiden. Also zum Wohle. Nicht trinken, die wollen, dass die Torte angeschnitten ist. Prost. So. Auf der nächsten 7. Genau. Anschneiden und dann machen wir ein bisschen Party, stimmt's? Yes! Na dann. Ich traue mich nicht, die Torte anzuschneiden. Ich auch nicht. Ich mach das nicht. Das macht die Fachfrau. Das macht die Chefin selber. Wow. Torte! Torte! Schauen wir mal, ob wir es rauskriegen. Hätte ich euch heute erwartet. Hätte ich Kuchen da. Teller brauche ich. Wie geht's? Wie geht's? Annika, du kannst auch zu uns kommen. Du musst da hinter der Kamera nicht einfach so stehen. Genau. Guck mal hier, wie schön dieses Stück aussieht. So ernst nehmen unsere Kollegen ihren Job. Nein, ich bin heute Aufnahmeleitung. Toll. Musik? Was haben wir? Musik? Oh, Musik. Ich höre nichts, das ist viel zu leise. In der Regie tanzen die dafür. Ach, du meine Güte.
Die gute Laune. Ach, guck mal, der leichter Lebenssong. Toll, was wir alles haben, ne? Achso, hier. Die Sendung leichter Leben ein. Leichter Leben, Zeit für mich. Darauf freue ich mich täglich. Locker leicht ist viel Humor. Ich bin wieder keine meiner Stimmung, oder? Das war Freude. Ich hab schon wieder den Text vergessen. Wir müssen mal wieder zusammen. Vielen herzlichen Dank wirklich an 7 Jahre leichter Leben, an eine wunderbare Zeit, an eine wunderbare gemeinsame Zeit. Wir stoßen auf die nächsten 7 Jahre an. Herzlichen Dank an das gesamte Team. Der Franzl, der in der Regie sitzt, der hat die erste leichter Lebenssendung damals auch gemacht. Ja, vor 7 Jahren. Ja, der Franzl, der hat es gemacht. Toll, toll, toll. Bleibt weiter so, lasst uns weiter mit der gleichen guten Laune und dem gleichen Enthusiasmus wirklich tagtäglich an die Arbeit rangehen. Und vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder. Haben Sie ein schönes Wochenende und freuen Sie sich drauf. Denn nächste Woche, da ist er für Sie da. Der Kollege Garling. Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Servus. Vielen Dank. Und feiern Sie zu Hause auch jeden Tag. Ja, das Leben ist bunt. Locker leicht mit viel Humor für mich. Das macht Freude, leichter Leben, Zeit für mich. Zaubert Lachen ins Gesicht.